Willkommen zu einer neuen Folge Mesh unterm Messer. Ich bin die Dela und bei mir ist wie immer der großartige Flo. Hallo Flo. Hallo Dela. Ja, wir sind mittlerweile in der 7. Folge von Mesh angelangt. Und die Folge im Deutschen heißt Frank und der Feind. Wie ist der englische Originaltitel? Ja, das ist eine Übersetzung, die wieder komplett genau ist. Der Originaltitel ist The Bus. Fantastisch. Und ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, es ist Staffel 4, Folge 7. Genau. Genau. Wir gucken das Ganze über Disney Plus. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mit zuschauen. Wir zählen jetzt gleich runter und dann starten wir auf Start. Bist du bereit? Ich bin bereit. 3, 2, 1, Start. Und es geht los mit dem wundervollen Intro. Genau. Raider guckt den Hubschraubern zu. Ich liebe dieses Lied so sehr. Ich auch. Man wird irgendwie so richtig nostalgisch gleich. Ja. Aber irgendwo haben die auch nie mehr was gemacht, ne? Doch. Also, es sind ja die Einblendungen der Namen. Ja, klar. Die sind geändert und ich weiß nicht. Es kann sein, dass so ein paar Kleinigkeiten... Naja, BJ ist halt jetzt dabei, ja, genau. Im Intro. Ja, dass so ein paar Kleinigkeiten da noch geändert werden. Ich glaube aber, Raider bleibt am Anfang auch da stehen, wenn er nicht mehr da ist. Oh, Spoiler. Nein, scheiß drauf. Ja. So, ja, es nähert sich ein Meshbus. Genau, die Folge ist übrigens am 17. Oktober 1975 das erste Mal ausgestrahlt worden in den USA. Räder am Steuer. Kann ja schon schlimm werden. Ja, aber die Ärzte, die mitfahren, sind... Naja, zwei Ärzte sind entspannt und Frank ist ein bisschen... Naja, also sie sehen jetzt nicht unbedingt entspannt aus, einfach nur todmüde. Okay, oder verkatert. Ja, das würde ich gut verstehen. Oh Gott, Frank sieht wieder so aus, wirklich wie ein Frettchen. Da hinten schläft auch noch irgendjemand, man sieht Füße hinter Frank. Ja, also es ist offensichtlich so, dass sie drei, also Frank, BJ und Hawkeye und Vader als Fahrer, von einer Medizinkonferenz gerade kommen. Also kann es schon mal hinten kein Patient sein. Die 3 Plus, wer immer das noch ist. Aber ich glaube, wir werden es noch erfahren. Genau. Und natürlich haben die beiden während der Konferenz auch ordentlich gesoffen. Weshalb sie auch so aussehen, wie sie aussehen. Ah, und wir sehen, es ist Potter. Ich gucke das Ganze wieder auf Deutsch mit deutschen Untertiteln. Ich auf Englisch mit englischen Untertiteln. Ja, und es ist wieder dieser Unterschied zwischen Untertitel und Text. Es ist katastrophal. Süß finde ich tatsächlich. Also die Straße ist halt echt beschissen. Und es hat gerade ein großes Schlagloch getan. Und die erste Frage von Potter ist, Raider, geht's dir gut? Das ist halt auch sowas, das finde ich ein schönes, liebevolles Detail. Ja, das hätte ich Henry auch zugetraut, aber... Aber Henry wäre auch verkatert. Gar nicht erst mitgefahren. Ja. Der würde auch auf der Trage liegen, aber total verkatert. Frank versucht gerade die Windrichtung zu bestimmen, weil sie sich ein bisschen verfahren haben. Ja. Er weiß jetzt, in welcher Richtung das Camp liegt. Es pause nur ein Flugzeug, um da mit heimzukommen. Warum vertraut niemand Raider? Raider kann die Chopper hören.
Wenn der sagt, er kennt diesen Baum, würde ich jetzt erstmal Raider vertrauen. Ich auch. Also Frank beschwert sich darüber, in diesen Wäldern, so dichte Wälder sind das da in Korea nicht. Also vereinzelte Bäume oder ein paar Sträucher. Wobei es geht, also ein paar mehr Bäume, aber das sieht alles nicht sehr nach dichtem Wald aus. Ja, Raider und Frank machen sich jetzt auf die Suche nach was eigentlich? Ja, wir vermuten jetzt gerade einen Hinterhalt und Frank, mutig wie er ist, schiebt natürlich Raider erstmal direkt vor sich. Und zieht eine Waffe. Wir wissen alle, ja, wie gut er damit umgehen kann. Ja. Mit der Begründung, Raider ist ja das viel kleinere Ziel. Ja, das stimmt. Hinter dem Baum, da ist irgendwas. Ja, ich pinkle hinter dem Baum, Sir. Ach, Raider. Ja, die beiden sind ein bisschen feige. Naja, aber ich meine, bei Raider sehe ich es ein. Ja, ganz ehrlich, ich hätte mehr Angst vor Frank als vor dem Feind. Aber wenigstens weiß Potter schon genau, wie er ihn zu nehmen hat. Genau. Ja, wir versuchen jetzt einfach, das Ding irgendwie umzudrehen, den Bus, und zurückzufahren, bis wir irgendwo wieder eine Stelle finden, die wir erkennen. Da du es auf Englisch guckst, du guckst es auf Englisch ohne Lachspur? Ja. Die hättest du in dieser Folge auch gar nicht. Es ist die zweite Folge der Serie, die keine Lachspur hatte. Okay. Und was auch hier eine Besonderheit ist, die hat auch keine Musik in der Folge. Ja. Also außer jetzt so den dem Intro, ja. Dem Intro-Auto und den Werbetrennern, die wir natürlich nicht sehen, haben sie für diese Folge das komplett weggelassen. Okay. Normalerweise machen sie das ja für so außergewöhnlich dramatische Folgen. Wird das ja, hier zu erwarten sein? Ich erinnere mich an die Folge tatsächlich nicht, deswegen bin ich gespannt. Ich auch nicht. Ja. Und Raider kriegt den Bus nicht in Gang. Aber Benzin haben sie genug, also. Ja. Aber die letzte Bodenschwelle war wohl zu viel für den Bus. Die waren ja wohl auf irgendeiner Konferenz. Jetzt stellt sich für mich nur eine Frage. Das sind alle Chirurgen aus dem Camp, die wir kennen. Wie ist das Camp überhaupt überlebensfähig, wenn die alle gleichzeitig weg sind? Naja, im Zweifelsfall haben wir ja... Nee, haben wir nicht. Nee. Also, wir haben es ja schon öfter vermutet. Wahrscheinlich gibt es noch einige Ärzte mehr, die wir einfach nicht sehen. Ja, das stimmt. Naja, Raider muss jetzt also den Bus reparieren. Verschwindet fast komplett in der Motorhaube. Okay, also Frank versucht gerade Potter anzukacken, von wegen er unterschätzt gerade diese Situation. Und Potter gibt ihm gerade eine detaillierte Aufstellung darüber, wie beschissen ihre Situation ist und dass er sich dessen voll bewusst ist. Lustig fand ich, er sprach gerade von einer Bambu-Maniküre, also einer Bambus-Maniküre. Ja. Und ich würde jetzt spontan, ohne es genau zu wissen, behaupten, das ist so ein Vietnam-Relikt, das sie da aus Versehen reingebaut haben. Das kann gut sein und das ist ja auch nicht um die Körperpflege. Ja, richtig, weil aber ich glaube, das war auch ein Ding vor allem in Vietnam und weniger in Korea. Ja, also wir haben auch noch nie Bambus gesehen in dieser Serie.
Ja, wir hatten eben eine Szene, in der BJ sich also mit Frank unterhalten hat und erzählt hat, in der Zeit, also in dieser einen Woche, in der Frank das Kommando hatte, ganz als er angekommen ist, hat Frank den Befehl rausgegeben, dass die Toilettensitze stramm stehen müssen. Und das ist tatsächlich ein Gag, den sie von einem Film geklaut haben, aus dem Jahr 1958, No Time for Sergeants mit Andy Griffith. Und in diesem Film hatte Jamie Farr, hat unser Klinger, eine kleine Rolle gehabt. Mhm. Ja, sie haben ein Funkgerät gefunden, wo wir aber wissen, dass das andere kaputt im Camp liegt. Und Frank gibt es aber natürlich trotzdem nicht auf, Hilfe zu rufen. An alle alliierten Einheiten. Mhm. Es scheint sich ein Jagdflugzeug zu nähern, und wenn ich jetzt sage, wird es genau bei meinem Kopf sein. Mhm. Ja, das hilft sehr viel. Lustig ist, BJ sagt hier im Deutschen, das Ding flog 4000 Meter hoch, und im Untertitel steht, das Ding flog 300 Meter hoch. Ja, also die Reparaturversuche haben nicht funktioniert, weil wir sind halt Chirurgen und keine Mechaniker. Oh, und da rumpelt es. Nein, doch nicht. Ach. Ja, auch wenn Potter mit rumblödelt. Dem ist die Sache nicht geheuer. Ja, man sieht ihm so ein bisschen an, dass er das Ganze doch ernst nimmt. Wahrscheinlich die anderen auch, aber die würden sich das ja nie ansehen lassen. Aber er erzählt auch gerade, warum. Es ist ihm im Ersten Weltkrieg schon mal so gegangen. Ja. Er wurde von seiner Truppe getrennt und wurde dann gefangen genommen nach 3 Tagen. Und die haben ihn auch ganz schön vermöbelt. Also das scheint keine angenehme Erinnerung zu sein. Ja, und jetzt bricht schon die Nacht herein. Und sie warten immer noch. Genau, also der interessante Fakt ist halt, sie sind auch tatsächlich im feindlichen Gebiet. Also eigentlich sind sie ja immer im feindlichen Gebiet, aber ja. Ja, und Rockey lamentiert über seinen Hunger und jetzt vermisst er sogar das Essen im Camp und wir wissen, was das bedeutet. Ach Gott, Rockey halluziniert also schon. Ja. Ein bisschen lustig, also Frank versucht immer noch über Funk ihre Position durchzugeben. Ich sehe ungefähr 12 Sterne, also am Himmel. Der Witz funktioniert natürlich nur wegen der Dienstgrade und so. Ja. Jetzt müsste man mal durchzählen, wie viele es insgesamt sind. Oh, Frank hat irgendwas zu essen gefunden und versteckt das von den anderen. Ach, jetzt beginnt es langsam. Oh, wie Räder guckt. Aber immerhin hat den Anstand, Rockey sich zu entschuldigen. Ja. Und er kriegt das Köpfchen gestreichelt. Oh. Armer Räder. Räder ist ja auch wie so ein kleines Haustier. Ja, das ist ja auch gemein. Niemand darf gemein zu Räder sein. Ja. So. Um die Langeweile zu überwinden, wollen sie jetzt Geschichten erzählen. Als die Liege stärker war als alles andere. Und Potter erzählt eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg. Ja, er war in eine Gaswolke geraten, die ihn kurzzeitig blind gemacht hat und hat sich in eine Schwester verliebt, die im Lazarett war, in dem er da. Colette. Von der er aber natürlich keine Ahnung hat, wie sie aussah, sondern sich nur erinnert an die Berührung ihrer Hände und so weiter. Ja. Und als er dann wieder geheilt war, stand sie vor ihm. Ja, und er hat so getan, als wäre er immer noch Kind. Ja, ja. Oh, und jetzt soll Raider eine Geschichte mit Liebe erzählen. Aber er sagt, er muss erstmal auf den Locus.
Ja. Kein Wunder, dass sämtliche Bäume bekannt vorkommen. Und jetzt soll Frank die Geschichte erzählen. Er kaut noch schnell hinter. Das ist eine Geschichte an der Uni. Eine kleine Brünette mit jüdischer Gesinnung stand im Untertitel. Und im Deutschen sagte er mit unheimlichen Formen. Da hat man das Jüdische wohl rausgenommen. Also es war wohl irgend so ein Diskussionswettbewerb-Ding, was ja die Amis ab und zu mal hatten. Und sie hat ihn besiegt, hat ihm dann angeboten, ihn nach Hause zu fahren. Und natürlich sind sie, ist ihm das Benzin ausgegangen. Natürlich. Aber Frank hat sich nicht darauf eingelassen. Genau, denn er wollte sich ja für die Richtige aufsparen. Ja. Die Richtige ist Mrs. Burns, die diese Art von vorehelichem Vergnügen nicht gut findet. Genau. Aber Herr Hawkeye geht jetzt erstmal nach Radar gucken, weil ihm das komisch vorkommt, dass das so lang weg ist. Genau. Hawkeye hat an die Scheibe, die sehr dreckige Busscheibe übrigens, Kilroy geschrieben, was hier irgendwie so ein Symbol für die amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg war. Achso, das wusste ich auch nicht. Ja, ich weiß nicht genau, was es bedeutet, aber ich könnte mal nachschauen. Aber es hat sagen wir mal so, es ist ein altertümliches Meme. Kilroy was here. Und Hawkeye will jetzt Raiders suchen, also es ist wohl einige Zeit später. Und erstmal verbietet es ihm Potter, weil, ja, ist halt nicht sicher. Ja. Ich mag Potter immer mehr, muss ich dir ehrlich sagen. Ich auch. Der ist vernünftig und der weiß, was er tut. Also es ist genau das Gegenteil von Henry. Und vor allem, er ist halt auch nicht... Er befiehlt halt nicht. Er sagt, Junge, das ist eine echt dumme Idee. Ja. Und das finde ich so großartig. Und jetzt gibt er einen Befehl, nämlich an Burns, dass er gefälligst die Fresse halten und wieder schlafen gehen. Und Hawkeye ist auch sauer, weil Burns anfängt, von Raider der Vergangenheitsform zu sprechen. Mhm. Ja. Potter hat eine Nachricht bekommen, eine anonyme Nachricht, dass Raider Eintrittskarten für das Loch in der Schwesterdusche verkauft. Und wer hat ihm das wohl verraten? Es war anonym, woher sollen wir das denn wissen? Aber das klingt wirklich nach Raider. Frank sagt, ich wünschte, ich wäre zu Hause. Und der einzige Kommentar von BJ, ja, ich wünschte auch, du wärst zu Hause. Ja. Wir Verstehe haben ich. Einen koreanischen Soldaten, der versucht, sich zu ergeben. Er wirft auch seine Waffen zu Boden und so weiter. Und Frank gibt natürlich erstmal, ja, der greift uns an, es kommt auf uns zu. Der Soldat ist übrigens der einzige Gast in dieser Episode. Also auch die anderen Hauptfiguren, die am Anfang zwar aufgezählt werden, also Margaret oder Klinger, die kommen alle nicht vor. Aber das hier ist Soon-Taek Oh und der war schon mal dabei, aber in einer anderen Rolle. Okay, also der Koreaner, den wir da gerade gefunden haben, der sich ergeben hat, hat eine Verletzung am Bein. Und die sieht auch echt unangenehm aus. Ja. Frank behauptet natürlich erstmal, nein, ihr solltet dem nicht helfen, der ist garantiert vermint. Ja, er hat bestimmt sein Bein aufgeschlitzt, da eine Handgranate reingetan und sie mit seinem eigenen Hut getan. Frank, halt die Fresse. Er steht auch immer noch da mit seinem Gewehr. Also dieser Soon-Taek Oh war schon mal Mr. Kwang in der dritten Staffel. Wir hatten ja verschiedene Mr. Kwangs, aber er war einer davon. Und er ist tatsächlich einer der
wenigen asiatischen Darsteller in der Serie, die tatsächlich Koreaner sind. auch schön. Also sie machen gerade eine Abmachung über die Wachschichten. Frank soll als erster auf den Typen aufpassen. Was natürlich voll die gute Idee ist. Und Porto sagt nur, ja, wenn du dich nicht selber erschießt, werde ich dich in 2 Stunden ablösen. Falls du dich selber vorher erschießt, löse ich dich zeitig ab. Ja. Das Gute ist, man hört's ja. Ja. Frank zeigt sich mal wieder besonders als rassistisches Arschloch. Ja. Es ist übrigens eine deutsche Waffe aus dem Zweiten Weltkrieg, die er da hat. Es ist ein echt kurzer Lauf, oder? Ja, eine Scheinmesser MP40. Mhm. Oh mein Gott, geht da mir auf den Sack in der Folge. Ja. Ich meine, Frank ist nie eine sympathische Figur. Nee, aber das ist sowieso sehr schlimm. Deswegen, ich freue mich mittlerweile richtig auf Charles. Ja. Weil der hat Stil und ist wenigstens ein Gegenspieler, den man ernst nehmen kann. Das stimmt. Wann kriegen wir ihn? In der 5., ne? 5. oder 6.? Ich 5. oder 6., ich weiß es auch nicht mehr. Wir werden es sehen. Okay. Ja, unser Soldat, also unser Koreaner, ist einfach eingeschlafen und lässt sich relativ wenig von Frank beeindrucken. Ja. Niemand lässt sich von Frank beeindrucken. Ja, und davon abgesehen, ich glaube halt tatsächlich, der arme Kerl hat auch genug Blutverlust und alles, also. Ja. Ja, Frank ist natürlich auf seiner Wache eingeschlafen. Und ich glaube, Ryder kommt zurück, oder? Da ist er. Er schleicht sich zurück ins Auge. Das ist auch eine unglaublich intelligente Idee, Ryder. Mhm. Und wie geht er? Oh, den Koreaner weckt er. Und jetzt Frank. Und Frank zieht natürlich direkt die Waffe. Warum sind die Schokolade her? Mhm. So, jetzt wacht Potter auf. Er sollte bloß nicht seinen kleinen Schlaftrick verraten, der ist durch die Genfer Konvention verboten. Mhm, klar. Und alle freuen sich und knuddeln Räder. Das ist voll gut. Selbst der Koreaner freut sich. Das ist süß. Aber Räder guckt irgendwie etwas verwirrt. Naja, dann würde ich auch, wenn der Koreaner mir plötzlich ganz doll die Hand schüttelt und sich voll freut, dass ich da bin. Ach. Das BJ soll jetzt die Wache übernehmen. Genau. Und er winkt und lächelt den Koreaner an. Das ist also gleich mal ein kompletter Unterschied zu Frank. Und er weigert sich auch, die Waffe zu nehmen. Genau. Stellt sich gerade raus, Vader wollte den Helden spielen und hat versucht, Hilfe zu holen mitten in der Nacht. Deswegen ist er verschwunden. Aber ich glaube, Hilfe hat er nicht gefunden, aber er hat zumindest jetzt klar gemacht, dass wir keine Feinde zu erwarten haben. Ja. Und der einzige Feind hilft uns gerade. Koreaner versucht, den Motor zu reparieren. Was natürlich Frank gleich wieder als Sabotage missdeutet und den Kerl vom Motorraum wegzerrt. Potter sagt, wir haben kein Essen, kein Wasser und kein Verstand mehr. Mhm. Und aber die Motoren starten. Ja. Und der Koreaner freut sich. Genau. Und winkt sie rein, sie soll in den Bus kommen. Ah, ich würde Frank einfach da lassen. Ja. Ich bin so hungrig, dass ich ein Pferd fressen könnte. Ja, bald hast du eins, Potter. Ja, vor allem wegen mir die erste Kavallerie vergeben. Wir erpressen Frank jetzt gerade, seine Schokoladenvorräte zu teilen. Denn Ryder weiß ja über die Bescheid. Und alle wissen sofort, dass Frank die durch Zufall wiederentdeckt hat. Mhm.
Aber sogar der Koreaner kriegt eine Tafel Schokolade. Ja. Und wir können nach Hause fahren. Genau, und da geht's los. Es ist interessant, das war so eine Kammerspielfolge. Mhm. Nur ohne Kammer. Es war, oder noch läuft's ja, es ist die erste Episode, die komplett außerhalb des Mesh-Camps spielt. Mhm. Sie haben jetzt ein zweites Funkgerät gefunden und bedeuten gerade dem Koreaner, er soll in das Funkgerät koreanisch reden, damit Frank mit seinem Funkgerät richtig schön schockiert und verwirrt ist. Er kann sie abhören, aber er kann aber die Sprache nicht. Aber die Sprache nicht, genau. Und jetzt schreit er den Koreaner an. Aber es ist lustig, wie schlecht diese beiden Funkgeräte nur ein paar Meter auseinander funktionieren. Ja. Potter ist sehr gelassen wieder. Während sich die anderen beiden kaputt lachen. Ja. Also ich fand es nicht eine sehr dramatische Episode. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich muss leider sagen, es war für mich eine sehr unangenehme Folge. Ja, sie war jetzt. War nicht schlecht, sie war nur unangenehm. Also Frank ist mir hier wieder sehr auf den Sack gegangen. Ja, richtig. Aber die hat schon, also sie hatte schon was, aber Frank ist hier wirklich schmerzhaft anstrengend. Also, ich würde sagen, ich gebe 4 von 10 Tafeln Schokolade. Verdammt, genau dasselbe wollte ich auch geben. Na gut, da gebe ich 4 von 10 Pinkelbäumen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch mit der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ja, das war wieder schön. Ich freue mich auf die nächste Folge. Genau, und wir sehen uns dann demnächst. Bis dahin. Tschüss. Ciao.